Zuhören. Ja, jegliche Form des Fuschens zu verhindern. Weil ich wäre natürlich jetzt auch tagsüber dahin gelaufen, ist klar, ne? Ja, klar. Und hätte, und mal, hätte mal geguckt nach der Location und so, Strategie schon mal überlegt und so. Vor allen Dingen hätten wir davor gehockt, dass es Nacht geworden ist und dann angeguckt. Ja, er wäre dann halb tagsüber nicht da, ne? Das wäre auch okay. So, tja, dann, was machen wir denn jetzt den ganzen Tag? Also ich gehe davon aus, dass es die Höhle bestimmt auch tagsüber da ist. Ja, und natürlich. Und da es die ganze Zeit so auf dem Weg war, würde ich fast behaupten, dass es bestimmt noch weiter nach links ist. Nach rechts. Das würde ich auch. Ja, ich stand andersrum, siehst du? Ah. Ah, ja. Na, die Karte dreht sich aber nicht, wenn du dich drehst. Das ist dann trotzdem rechts auf der Karte. Kein Respekt vom Alter, ne? Ja, ja. Du meinst keinen Respekt vor den Alten, ne? Das heißt es doch normalerweise, oder? Du weißt auch, wie ich das meine, Dirk. Ey, der ist doch gar nicht tot. Ich dachte, er hätte so viel Schaden gemacht, dass er gestorben ist. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht mal gesehen, vor lauter Schatten hier. Ich habe ein Pferd gehört. Ja! Hier ist aber kein Flur. Kein Flur? Kein Flur. Ich hab kein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, kein Pferd auf dem Flur. Der sieht toll aus. Ja, und das Problem ist, wir haben ja 6 Uhr, ne? Ja, dass wir den nachts fangen, das hätten sie auch vorher sagen können. Echt jetzt. Ja, also kann man wenigstens die Umgebung noch ein bisschen erkunden. Ach, man kann, darf nicht weiterlaufen als bis hier. Okay. Dann gehen wir zurück und dann gehen wir jetzt in die Richtung. Genau. Am Rand entlang. Also so wie ich das Spiel kenne, ist die Höhle jetzt genau auf der anderen Seite der Karte. Das kann sein. Aber das wissen wir ja nicht. Und wir haben eh nichts mit Fuchs zu tun. Richtig. Wir können ja vielleicht jetzt mal einen Bären oder so töten gehen. Genau. Komisch, der hat sich gar nicht erschrocken, als er mich gesehen hat. Und ist vor tot umgefallen. Tja. Also das ist der Normalfall, was passiert. Ey. Was? Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Hast du? Was, die Möhre? Ja. Wozu willst du denn eine Möhre jagen? Hä? Ich hab meine Möhre erjagt. Na dann. Also hier geht's nochmal hoch. Ich weiß nicht wie weit. Ja, Salzstangen sind besser als Schokolade. Denk nicht immer doppeldeutig. So scheiße. Oh, irgendjemand hat einen Bären gefunden. Genau, geht mal die anderen jagen. Wo seid ihr denn? Ich bin bewusstlos. Ich bin all gleich tot. Ich bin tot, der war schneller als ich. Ja, voll scheiße, warum sind die schneller? Ja, hebt er mich auf, dann muss ich zu euch kommen. Er ist tot. Er ist tot. Wie hast du das denn gemacht? Schießen, ausweichen.
Headshot. Er sucht mich. Stopp, hier bin ich. Da, wo ich winke. Hallo. Ja. Bitte. Ich brauche nur Alea. Der Trick ist eigentlich mehr den Rhythmus zu finden. Wo bist du denn, Alea? Also es ist gerade ganz kalt. Ganz. Boah, ich hasse das. Also da bin ich jetzt überhaupt kein Fan von, ne? Im Westen geht die Sonne auf. Falsch. Ihr muss da. Hier liegt sie. Nein, du bist doch so. Genau. Ich nehm die jetzt mit. Haha, die Leiche. Okay, ich bin hinten hin nach Hause. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall was essen. Ja, brauchst du Fleisch? Kann ich dir geben. Brauchst du Fleisch? Ja, ja. Warte, dann gehen wir mal hier auf eine Lichtung, hier wo der also Stein ist. Also ich bin schon wieder voll, hat genug mit. Immer die Säufer. Und bitte. An Essen und an O2. Oh, ein Verband hast du auch. Kannst du aber auch haben, wenn du willst. Dann kriegst du aber eine andere Menge. Ich meine, ganzen Verbände. Okay, du kannst auf jeden Fall zwei Flaschen mitnehmen, aber du kannst nicht. Die gehen aber gleichmäßig leer. Bett keiner gewissen Logik. Hast du genug Fleisch gehabt oder war es noch mehr? Nee, ist okay, ich habe ja noch Gurken. Ja. So. Mal gucken, was sagt die Aufnahmezeit? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten machen wir Knoten. Sollen wir nochmal hier Richtung Norden? Da kann man nämlich durchlaufen hier. Scheint zumindest so. Süden. Norden. Süden. Ich wollte gerade sagen, Norden ist so mitten auf die Karte drauf. Ihr lauft da voll an den Fuchs vorbei. An den Fuchs? Ja, an den Fuchs. Er hat ja auch keine Gans gestohlen, Entschuldigung. Fuchs, du hast den Gans gestohlen, gib sie wieder her. Du hast den Gans gestohlen oder weniger? Nee, Gans. Er hat nicht die Hälfte, sondern Gans. Dürfen wir hier vielleicht auch in die Schneelandschaft jetzt? Ah. Ja, natürlich schön. Nein, hier ist Schluss. Darf er nicht. Oh, Schluss. Okay, dann das riskiere ich lieber nicht. Was passiert eigentlich, wenn die Zeit abgelaufen ist? Spawnst du dann einfach irgendwo? Ja, woher soll ich das wissen? Probier es doch aus. Du bist der Host. Du bist der Horst. Ich bin der Horst? Gar nicht, heißt Detlef. Detlef. Ich heiße Detlef. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr anzuzweifeln, dass du hier der Jäger ist. Warum? Was soll das denn heißen? Ja. Das fragst du nicht. Dann ist Schnibbel ab. Schnibbel ab. So. Dann kriegst du kein Level ab, dann kriegst du Schnibbel ab. Schnibbel ab, genau. Kein Level ab, sondern jetzt Schnibbel ab. Schnibbel ab, Schnibbel ab. Au, Schnibbel ab, Schnibbel ab. Oh, Wetter verändert sich. Ja, aber nur nach Regen schon mal. Oh, wie langweilig. Nichts Spannendes. Wie viel Uhr ist es mittlerweile hier im Spiel? Ach, 11 Uhr, na was. Hab mal 3 Stunden vergangen. Also ich sag's ja nicht gern, aber ich kann mich zum Lass Beispiel an... Lass uns hier runterspringen, Kippen springen. Nein.
Ich kann mich an eine Höhle erinnern, ne, die ich gesehen habe, und die war genau da, wo unsere Rakete gelandet war. Das ist richtig. Nein. Doch, doch. Überrenn mich doch nicht, du hörst. Ja, wir können, wenn du willst, versuchen, in die Richtung zu laufen. Oder wir können es sein. Ja, ich hab da einen Baum gepflanzt. Ein Rehbaum. Ein Rehbaum. So, ich habe jedenfalls einen warmen Nacken jetzt. So, ich bin mal raus. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Das habe ich doch von, wenn ich so einen warmen Nacken haben will. Ja. Wo? Ja. Hier unten. Wo? Hier unten. Wo? Hier unten, ihr seid doch oben. Also ihr seid da hier oben. Wir waren eben höher. Da sind wir jetzt unten. So gesehen. Aber ich brauche auch neue Pfeile, sehe ich. Kann mir jemand neue Knochenpfeile machen oder so? Ich hab nur noch 7. Achso, ich guck mal, wo du bist. Du bist direkt über uns, ja. Ein Stückchen über uns. Müsstest du jetzt uns eigentlich sehen. Hab ich getan, komm, sag das doch. Nein. Ach da, doch, gerade sei da bist du plötzlich aufgetaucht. Ja, jetzt bin ich auch auf dich zugerannt. Hallo. Kann ich nicht abbauen. Wo seid ihr beiden denn jetzt hin? Das will ich dir nicht sagen. Ihr habt mich gerade geschlagen. Oh, da seid ihr. Hallo. Aua. Denn für eine? Ja, entweder gehen wir jetzt in die Richtung, wo du meinst, oder wir gehen hier am Rand auf der Seite weiter zurück. Ich würde sagen, wir gehen am Rand entlang weiter zurück. Dann wir hoffen, dass wir vielleicht noch was finden. Hier ist doch eine tolle Höhle. Das ist aber keine Höhle. Sagst du? Ach, doch nicht. Eben. Seid ihr da gerade runtergesprungen? Yep. Warum macht ihr denn sowas? Weil wir es können. Warum müssen wir gerade nachts jagen? Ich finde das voll gemein. Meine Ausdauer ist weg. Ja, wenn es halt so stürmt, dann geht die Ausdauer schneller weg. Was ja irgendwie klar ist, weil du hast ja viel stärkeren Gegenwind quasi beim Laufen. Was ich, ist, wenn ich mit dem Wind laufe, muss ich doch viel mehr Möhren finden. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gerade Möhren gefunden, das wollte ich nur gerade mitteilen. Achso, okay. Ich hatte gerade meine Möhre gefunden. Aha. Das ist gut, wenn man sich selbst entdeckt, so ein bisschen. Und schon wieder eine Möhre, siehst du? Das ist auch so erste Schritte in der, ich sag mal, in der sexuellen Erfahrung, ist das einfach, sich selbst zu entdecken. Ja, das ist doch normal, ne? Ja, damit man weiß, wo ich seine Möhre ja ist. Ich bin ja jetzt in dem Alter. Ja, jetzt gerade so. Ja. Das stimmt. Ihr Lieben. Ah! Gabeltäschen auf mich zu. Und
zack, weg war es. Hast du es dir leider mitgenommen, ne? Ja, es kam mir entgegen. Ich konnte es einfach nicht fliehen lassen, wa? Ja, das kann ich gut verstehen. Ist so, einfach so gegen mich gelaufen. Das ist schon hart, ich weiß. Er ist schon hart. Was war das denn für ein Geräusch? Ich hab eine fliegen lassen, sorry. Okay, alles gut. Ich glaube, ich lasse die Aufnahme weiterlaufen und schneide gleich unser sinnloses durch die Gegend laufen einfach mal raus. Aber dann machen wir doch unsere witzigsten Sprüche. Ja, bis jetzt war, glaube ich, nicht wirklich ein Highlight dabei. Nein, nicht? Nein. Oh, komm. Nee, tut mir leid. Also ich fand's jetzt nicht so. Hier unten ist bestimmt eine Höhle. Da haben wir auch schon mal nach einer Höhle gesucht, da war aber auch keine. Was sagst du? Vielleicht ist die jetzt plötzlich aufgetaucht. Ja, kann natürlich immer sein, da hast du recht. Weil ich meine, da unten ist nämlich eine Höhle, siehst du? Wusste ich doch. Ja, da unten ist eine Höhle. Da unten ist eine Höhle? Ja, unten ist eine Höhle. Auch wenn du es nicht glaubst. Ja, vielleicht war es eine andere Stelle, die ich meinte. Brauchst du zufällig sowas wie Zeug, um Fackeln zu machen? Falls wir in eine Höhle müssen? Ja. Achso, Alea, ja. Schwefel. Ja, ich baue mal ab. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wa? Wird ja noch nicht dunkel. Hat denn jeder eine normale Fackel noch dabei, oder? Ja, zwei, um genau zu sein. Weil da auf der Seite ist ja auch eine Höhle. Also ich brauche auf jeden Fall neue Pfeile, wie schon erwähnt. Hab jetzt nur noch 5. Kann man die irgendwie teilen? Ja, Shift. Shift, ja. Lass uns irgendwo hingehen, wo die nicht wegkommen. Du bist überhaupt Papa? Ich bin gerade die Karte noch ein bisschen auf und decken. Ja, hier lässt du gerade deine Pfeile fallen. Achso, dann... Ich kann nur komplett fallen lassen. Kann ich jetzt teilen? Doch, du musst die wahrscheinlich können. Erst teilen. Was? Erst teilen und dann den halben Stack fallen lassen. Aber warte, bis Papa da ist. Ich kann ihn nicht. Jetzt kann ich teilen, komischerweise. Ich bin auf dem Weg zu euch. Wo ich euch vermute, sagen wir mal so. Yay, yeah, Level up. Und wieder. Ja, Stufe 14 bin ich jetzt. Ja, wo bist du denn jetzt? Ja, ich bin auf dem Weg zu euch. Alles mit der Ruhe. Ja, wo bist du jetzt? Ich bin immer auf dem Weg zu euch. Auf dich warten. Ja, Entschuldigung, ich habe mal so ein bisschen die Karte noch frei gemacht. Hätte sein können, dass es noch mehr Höhlen gibt. Die Wahrscheinlichkeit der richtigen Höhle ein bisschen weiter eingegrenzt. Okay. Das Tier zittert. Hat kalt. Ich glaube auch. Ich bin gleich wieder da. Du bist gleich wieder da. Hey. Wo gehst du jetzt schon wieder hin? Nur kurz was holen. Ja, das sagen sie alle. Hier müsste rechts von mir sein. Ja. Da gibt es schon wieder Nüsse klauen. Schlimm. Echt? Mhm. Auch nur, weil ich dir dann immer welche abgib, ne? Von meinen. Ich hab den Ronny gesehen. Aha. Nimm dir die Pfeile mit, die da unten liegen. Ja, mache ich. Also schon mal ein paar.
hört sich aber irgendwie an, als ob es hier irgendwo irgendwo einen Bären gibt. Geschossen hast, müsstest du ja in meiner Nähe sein. Über dir, ja. Ah! Es geht wieder dieses Spiel los, dass ich den Berg schon komme. Aber hier müsste es gehen. Oh, da bin ich. Wo ist denn die Höhle? Hier sind erstmal Pfeile. Danke. Und dann hast du zwei 24. Höhlen. Mhm. Ist ja meistens so. Eine vorne, eine hinten. Genau. Genau. Das waren keine Pfeile. Ja, das war... Also einmal, wenn du hier hinkommst, siehst du eine Höhle. Hinter den Bäumen hier irgendwo. Da. Ah ja, das sieht wie eine Höhle aus. Wenn du von der anderen Seite rumgehst, auf gegenüber müsste auch eine sein. Ich laufe da mal zur Allee hin, weil sonst steht ihr da so alleine. Ich bin gerade den Berg runtergefallen. Und tot. Und bewusstlos, ja. Ich hab's mal wieder geschafft. Komm, wir gehen besser den richtigen Weg. Ja. Tja, und mit diesem berühmten Satz würde ich mal die Folge jetzt auch also trotzdem beenden. Bis dann. Tschüss. Also ich bin in der Höhle rein. Welche Höhle meinst du denn, die man aufhacken müsste, Alea? Ja. Auf der rechten. Ich weiß nicht, warum ich nicht mal laufen kann. Oh ja, sieht tatsächlich so aus, hast du recht. Lustig. Ja, sollen wir mal versuchen, so ein bisschen Eisen zu farmen? Ich meine, Schaden kann es ja nicht. Können wir uns vielleicht noch was draus bauen? Weil wir haben noch... Ah ne, wir haben eigentlich keine Zeit mehr, ich nehme es zurück. Also, hier, Alter, ich schmeiß dir hier mal was hin. Vielleicht kannst du das gebrauchen, um Fackeln zu bauen. So, Papa, hast du vielleicht noch Stöcke? Mhm. Hab schon, ja. 4-10. Warte. Ich gehe erstmal hier an so einer Stelle, wo kein Gras steht. So. Bitte. Warten auf die Nacht. Gute Idee, ein Feuer zu setzen. Gut, ne? Mhm. Kann ich auch mein Fleisch mal reintun. Könnte eine super Idee sein. Mhm. Hast du dir gedacht? Jetzt habe ich 7 Bodenfackeln bauen können. Die können wir ja vielleicht gleich brauchen, ne? Genau. Also, jagen braucht man nicht mehr, Dirk. Nicht? Nur. Du weißt ja, wie die Indianer sagt. Man jagt nur das, was man zum Ernähren braucht. Ja, ich jag das, was zum Leveln braucht. Hm. Hm.
Häutungsbank. Ah, ein schmiedeiserner Ofen zum Heizen. Ja, den leveln wir da auch mal. Was gibt's denn noch? Kräuterkundebank. Die nehmen wir auch. Was gerade Schwefel? Ja. Wäre jetzt witzig, wenn das nicht die Stelle hier ist. Mhm. Oh, mein Gegenstand ist kaputt. Ich habe mal Holzschlepper geleffelt. Okay. Dann kann man mehr Holz bei sich tragen. Vielleicht kann ich das nächste Mal direkt dann auch ein Ersatzhaus in Holz dann mitnehmen. Komplettes? Mhm. Mal sehen.